Raketen. Brauchen Raketen. Jung. Was brauche ich jetzt nur? Ich brauche Gauss. Da muss noch 50 Punkte rein in meine Rakete, ey. Red mal Gauss. Für eine Gauss hast du keine 900 Punkte mehr übrig. 900? Insgesamt zum Aufrüsten, oder? Nee, die Gauss kostet 200. Dann nochmal 2x 300. Dann 800 eben. Ja. Aber Simon stopft sie noch voll. Eben. Und hätten wir jetzt noch deine 50, wäre sie auf 3. Wo gehe ich hin? Wahrscheinlich zu den Schnorchlern. Klingt gar nicht so schlecht. Ne? Also ich gehe in Ophelia. Ich hoffe, dass die 6 von den kleinen Läufern früher kommen als die. Ja, schieß schon mal, genau. Schlecht. Ja, ist wieder aufgeladen. Keine Vorsichtsmaßnahme. Ui. Ja, schon, die hauen ja ziemlich stark rein. Ja, ja, da war ja was. Dann. Oh, die Kampfläufe sind echt schön runtergegangen. Der Blitzwerke. Warum liegen ja eigentlich Leichenzeit am Kern? Hab ich was erfasst? Ja, nicht von den Fliegern oder so. Warum heutige aus auf kleine Läufer? Hast du falsch eingestellt oder wie? Ich hab die auf maximal gesetzt. Okay. Das ist seltsam. Ja, ja, Alter, das sind Kerle und so weiter. Hat es? Kleinen schweren Läufer machen mir gerade das Leben zur Hölle. Die normalen schweren Kampfläufer sind echt kein Problem, aber. Ja, die Kleinen gehen mir gerade so dezent auf den Sack. Weil die mich davon abhalten, die Großen einfach komplett in den Schredder zu verarbeiten. Während mir diese anderen Simos im Weg stehen. Jetzt sollte ich mal um den Vorderen kümmern. Das war der Vordere. Okay, Mann. Das ist der Hintere jetzt. Clean and clean. Zeit. Oh ja. Ja, aber eine Minute. Das schaffen wir. Ist Markus schon wieder? Hinter dir. Hallo. So, wie wär's auch? Mit einer zweiten Reihe. Okay. Jetzt zumindest mittig irgendwo das zweite, dass man da Verstärker hinterstellen kann. Ja. Not enough tower bases. Du mich auch. Das gehört in die Gauss rein, aber okay. Ach, in die Gauss. So. Du könntest deine Plattform auch ruhig mal bauen. Ja. Mittig. Den Verstärkerturm noch verstärken. Ja. Oh, ich hab die Gauss nicht mehr auf 2 gekriegt. Ja. Was kommt jetzt eigentlich? Ich hab gar nicht aufgepasst. Krieger. Und Krieger. Stämme. Oh, eigentlich will ich Stürme machen. Nein, du bleibst bei den Kriegern hier. Okay, ich mach Stürme. Also das mal kriegen, weil ich mit denen nicht allein klarkomme. Die kann ich so aufhalten, aber ein bisschen Schaden. Geht schon. Nimm deine eigenen Schwämme. Nicht. Nimm welche, die schon voll sind. Doch, die sind einfacher zu treffen. Ja, das sind meine. Markus, ein Krieger von Banane Dimension. Kümmere dich drum. Aha, der wird doch aufgehalten von Simos. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert etwa 20 Sekunden, bis er eh durch hat. Naja, dann kommt ja erstmal die Damage-Zone. Also. Da sind die von vor. Jetzt lauf, Markus. Die werden doch zerstört.
Warum muss ich eigentlich mit Fleischschild spielen? Weil ich ein rechtliches Mädchen bin. Weil du der Carry bist, deswegen. Du sollst die Fleischschild spielen, sollst die Dinger kaputt machen. Während die eben die Simos und den ganzen Kram angreifen. Ha! Wenigstens hab ich dir den geklaut. Macht Spaß, ne? Ja, gigantischen Spaß. Ich glaub's gar nicht, wie sehr. Oh, treff ich ihn noch, bitte! Oh, scheiße. Gut, damit hätten wir in die dritte Welle auch geschafft. Ne, die vierte war es schon, wow. Bestien-Sämer aktiviert. Was? Bestien-Sämer aktiviert. Ich nicht. Brauchen wir also wahrscheinlich irgendein Mindestlevel für. Schauen wir mal bitte kurz um die Map und vielleicht ist irgendwo nochmal so eine Waffe oder so. Ich hab grad eine Idee, ich schau mal kurz was nach. Vielleicht hat sich unsere tolle LOL-Roffel-Einheit verbessert. Ich glaube, es wird eine Challenge sein. Bestien-Zähmer aktiviert. Ja, mach mal was Schönes. Hm. Herr, was verstehst denn du? Da mach mal was Schönes. Ja. War ja bloß kurz auf Google. Nee, nicht ein Ernst, oder? Du bist langweilig. Yes. Ja. Kann so sein. Yes. Und ich habe nichts gefunden übrigens. Ich bin irgendwo was. Hallo. So. Ach ja. So, zweite Reihe. Ich bin auch dumm, klar. Ja. So, der Drohnturm, der ist nicht mehr in Abend. Der müsste dann nochmal umgesetzt werden. Okay, mach ich dann gleich. Yes. Pack mal einen Fokus jetzt hier noch nehmen, ne? Noch einen. Näher am Kern diesmal. Jo. Sie muss hoppeln hin und her, das ist schön. Klau dir einfach einen Block von hinten, wenn es deinen brauchst. Markus, kannst du das doch aufwerten? Es ist halt nichts mehr wirklich im Fokusbereich. Beziehungsweise in Arm Range. Natürlich, zwei Blöcke, musst du klauen. Ja. Ich meine, hier ist schon noch Platz. Das ist nicht das Problem. Oder hat einfach nur eine recht kleine Range. Wir haben noch Platz für 1, 4, 6. Wenn die Türme. Range größer werden wir soll, haben dann noch musst du anstatt der Amp später einfach den Reichweitenturm verstärken. Brechen wir hier so ganz einfach. Was kommt denn? Auch noch ausbauen. Was ist dein schönes Schwachstellen? Wäre eigentlich schon eine Gatling, ja. Ich glaube fast, ich gehe auf die Spucke. Ein zweiter Gatling, wenn ich schlecht war. Gatling oder Gatling Laser? Gatling. Nee. Das ist Gauss. Oh Mann, ey. Ja, warte, nur. Oh. Namen. Also Gatling und Gauss, die sind so verschieden, die kann man eigentlich gar nicht verwechseln. Ja, ich meine die Gauss. Also ich baue jetzt noch eine. Ach so. Ist nicht so, dass wir uns einen Fokus oder so, das heißt, um einiges näher bringen. Wir haben schon zwei, oder? Ja, wir haben zwei Foki. Was willst du mehr? Raketenturm noch. Nee, Gauss. Also kann man nie genug Fokusse haben. By the way, Simon,
Was? Seit wann verteidigst du bitte meine Türme? Was ist falsch mit dir? Seitdem ich keine vernünftigen Türme mehr habe. Hm. Okay. Geld, lass ich gelten. Ist das noch nicht aufgefallen? Nee, das. Ich wäre dann soweit. I'm done. Ja. Let's go. Jo, ne? Ich freue mich dann schon mal auf unsere Zusammenarbeit. Ich nicht. Dann möchtest du dich gleich nochmal. Ja, danke. Die Dinge hauen rein. Ja, warum bewegen die sich so scheiße? Die könnte man so gut treffen. Weil die Fläche zu offen ist. Langhaken. Gute Güte. Da walzen sie runter wie eine Lawine. Stoß mich weg. Wie sozial. Nein! Nicht sterben! Bin ich froh, dass es hier Rocket Jump gibt, ey. Hab mich schon so oft aus der Scheiße gerettet. Ja. Mich noch nie. Das ist doch mal ziemlicher Fortschritt. Mhm. Ich weiß, wo ich mich diese Runde aufhalten werde. Wo denn? Bei den 12 Schwämmen. Oh, ja, ich auch. Danke, Simon, dass du so kooperativ bist und den Rest machst. Echt nett von dir. Aufhalten, ja. Aber Kanonenturm willst du noch haben, oder Raketenturm meine ich? Wegmachen? Nein, ich würde jetzt eigentlich ganz gern ACP haben. Ja. Der ist aber nicht in Amp, 100%. Ja, egal. Der ist zu über 50% in Amp. Muss reichen. Okay, außerdem ist das Ding, wir wissen, ziemlich, ziemlich stark. Hört nach dem Block. Okay. Ah, du hast immer noch. Da geht kein. Doch, da geht noch. So. Ich find's schön, wenn es erstmal hier freigeräumt wird von dem ganzen Simon-Kapsel-Schrott. Simon-Kapsel-Schrott, ihr geht da wieder hin. Warum können die nicht einfach da spawnen, wo sie auch gebraucht werden? Mhm. Warum guck ich die Brücke mal an? Sie ist total vermüllt hier. Mann, ey, die halten auch nichts von Umwelt und so. Naja. Was soll's, ist die Zukunft. Ist bestimmt richtig so. Genau, ich soll den ganzen Rest machen. Hm. I'm ready. Mhm. Schaffst du schon. Nutzt du eigentlich das Scope auf der Waffe, Markus? Mhm. Des Öfteren, ja, wenn sie ein bisschen weiter weg sind. Oder wenn ihr noch so klein seid wie hier auf die Entfernung. Na, da eigentlich nicht. Ja, ich nutze die, weil du siehst, wie schnell ich dir feuere. Da muss ich irgendwie exakt präzise schießen können. Hm. Hier ist jetzt nicht mehr.
Oh. Okay, wir machen jetzt gemeinsam weiter. Jetzt ist es egal, wer welchen trifft, oder? Weil diesmal müssen wir einfach. Doch mal, das Flak schafft es alleine, die ganze Fliege. Müsste es eigentlich. Sonst ist auch noch der Rest da. Jetzt benutze ich zum Beispiel das Scope, um die hier zu treffen. Oh. Man muss aber wirklich sagen, dieses Spiel hat schon echt coole Handfeuerwaffen. Manche weniger sinnvoll als andere, manche einfach unglaublich schwer zu bedienen. Aber in der Theorie alle ähnlich gut. Jo. Interessante Ideen auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde den den Sägeblattwerfer gar nicht so dumm von der Idee her. Ja, schon, aber das ist halt sehr schwer zu bedienen. Du musst dir vorstellen, mit dieser Waffe, die ich jetzt habe, könnte ich zum Beispiel Limo spielen. Mit Scharfschützengewehr und Scharfschützengewehr. So, das wäre immer viel wert. Ich glaube fast sogar, das ist eine Challenge. Also quasi so ein Achievement, das man schaffen kann. Ich schaffe eine Map mit Limo, mit dem. Mit G2 und noch irgendwas, ja, ja. Ah, die ACP. Geht dezent auf den Sack, ja. Wieso? Das Ding hat Power. Guck mal, wie viel Schaden das hier macht, ja? Also. Guck mal, wie viel Schaden wir hier machen. Nicht genug. Sonst kämen die Sachen ja nicht hierher. Weißt was? Wir sehen gleich zu Ende die Runde, also. Bam, bam. So, ist alles gut. So, was haben wir jetzt? Die Muslimen auch allen noch, überraschenderweise. Die 12 tollen. Hey, ich versteck meinen Schwachpunkt im Besitz, unangreifbar. Blümchen. Dürfen von der Flak eigentlich ziemlich gut getroffen werden, weil die einfach langsam sind. Jo. Ich hatte mich vorgehabt, die beiden Flieger, die diesmal kamen, wirklich abzuhalten. Aber gerade als ich gezielt habe, waren die tot. Hat irgendwer einen Turm gekauft? Da hinten. Wir hatten doch gerade 15 von 15 Türmen. Nein. Das war nur beim Upgraden. Ja, beim Upgraden sind kurzzeitig zwei Türme auf dem Feld für das Spiel. Nämlich der alte und der neue, bevor der alte überschrieben wird. Jo. Ja. Dass dir das nicht aufgefallen ist, ist aber komisch. Sehr komisch. Unaufmerksam. Ja, haben wir noch einen Turm, den wir noch nicht platziert haben? Blitzturm hätten wir noch. Mal gucken mit der Umbrange, ob das so passt. Nee, die Umbrange reicht in der Hitze. Nee. Aber sonst kriegt Blitzturm hier an der Kante ziemlich gut. Also jo. Die haben. Nee. Nicht. Wo dann? Über den Drohnenturm weg. Und den Blitzturm hin. Und den Drohnenturm woanders. Auch gut. Schau mal ganz kurz den Schaden an, den die ganzen Waffen gemacht haben. Alter. Ich schaue gerade so durch. Grob. Also 150 ganz grob, 200 grob, 200 grob, 600. Ja. Die. 134, 136. Die 3. Klausses. Die Gausses haben ziemlich gut gearbeitet. 450 beide. War weit nicht so wie die Foki. Na, der eine Fokus ist auf 120 nur. Mit der links abgekommen einfach. Ja. Auf der Map sind die Raketentürme einfach traurigerweise sehr ineffektiv. Not enough resources. Nee. Hat mir Geld gegeben, oder wie? Was? Nein. Und alles in die Arme. Oder nee, da hinten fehlt ein Drohnenturm, ne? Ja, gut, bei.
Sonst alles auf Rot oder ja, ne? Jo, sonst. Ja, es ist alles 100% geladen. Amp. Ja. It's time. Okay, ready. Wir haben Spaß, ne, Markus hier. Ja. So. Hier, die da auf den Schwemmen Damage drückt, wie sonst nichts Gutes. Ja, ganz sicher. Wir sind aber auch die beiden effektivsten gegen die Teile einfach. Das stimmt, ja. Ach komm, wenn viele auf einem Fleck stehen. Ich hab mal so überlegt, die kriegen mehr Schaden mit jedem Hit. Gerade ich in meiner Tesla. Gerade ich mit meinem Brandschaden. Ja, der schockt aber mehrfach jede Sekunde. Sehr mehrfach. Ja, dreimal. Also ich sehe doch die Zahlen, wie die hier rausblocken. Die fliegen doch quasi aus den Viechern raus. Ja, es ist mir ähnlich. Sozusagen genauso. Hier zu lernen. Dafür bin ich ja da. Lichtfehler. Zeitlimit. Jo. Markus, wo bist du? Ich verliere dich immer aus den Augen. Wow. Die Map ist nicht für dich. Die Map ist einfach die. Hey, wo ist Markus? Map.